Genauso wie das iPhone ist auch die Apple Watch mit einem Code vor unbefugtem Zugriff gesichert. Wie ihr diesen Code ändern und sogar deaktivieren könnt, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alper und in diesem Video sprechen wir über die Apple Watch 2 und das Deaktivieren bzw. Ändern des Codes. Ich demonstriere euch erstmal, was passiert, wenn der Code aktiviert ist. Wir drehen einmal die Apple Watch um, lassen sie einmal 5 Sekunden stehen und drehen sie dann wieder um. Ihr seht nun, hier oben ist das Schloss-Symbol zu sehen. Dieses Schloss-Symbol bedeutet, dass die Apple Watch momentan gesperrt ist. Wenn wir einmal draufdrücken, werden wir nach dem Code gefragt. Ich gebe jetzt einmal 4-mal die 0 ein, das ist aktuell der Code, den ich habe. Und dann sehe ich, dass die Apple Watch nun ohne Probleme funktioniert. Wie kann ich diesen Code nun ändern? Wir gehen einmal rechts auf die Krone und drücken einmal fest drauf und gehen dann einmal in die Einstellungen. In den Einstellungen findet ihr hier zahlreiche Funktionalitäten. Wir gehen einmal hier unten auf den Punkt Code, der ist ganz unten zu finden, und haben hier nun verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal den Code komplett deaktivieren. Das bedeutet, wenn ich die Apple Watch einmal ablege und dann wieder an mein Handgelenk dran mache oder aber sie einfach nur umdrehe, dass dann kein Code mehr abgefragt wird. Ich kann den Code aber auch ändern. Wir klicken einmal auf Code ändern und geben dann einmal den aktuellen Code ein. Das ist bei mir 4-mal die 0. Und dann geben wir den neuen Code ein. Ich mache jetzt mal 1111, bekomme den Hinweis, dass dieser Code leicht zu erraten ist. Ich möchte diesen Code trotzdem verwenden und wiederhole einmal den Code. Dann wird das Ganze einmal von der Apple Watch eingespeichert und der neue Code ist nun aktiv. Wir können das jetzt auch einmal testen. Wir drehen wieder die Apple Watch einmal um, lassen sie einmal 5 Sekunden liegen und drehen sie dann erneut um. So, das Schloss-Symbol ist wieder zu sehen. Ich klicke einmal auf das Schloss, gebe wieder 4-mal die 0 ein. Funktioniert nicht, weil ich den Code geändert habe. Nehme ich 4-mal die 1 und bin wieder drin. Wir können auch den Code deaktivieren. Das haben wir eben gerade schon gesehen. Wir gehen einmal wieder in die Einstellungen rein und klicken einen Code deaktivieren. Wir müssen wieder einmal den aktuellen Code eingeben. Das wäre jetzt in diesem Fall die 4-mal die 1. Und dann wird der Code auch deaktiviert. Was bedeutet das Ganze? Wir gehen jetzt nun einmal wieder in die Hauptansicht, drehen die Apple Watch wieder um für 5 Sekunden und schauen, ich muss keinerlei Code mehr eingeben, die Apple Watch ist sofort betriebsbereit und funktioniert. Bedenkt bitte, dass das leider auch bedeutet, dass wenn ein Dieb eure Watch entwendet, dass dieser sie auch einfach so verwenden kann. Ihr solltet also den Code einstellen. Wir machen das noch einmal, wir aktivieren jetzt den Code wieder. Wir gehen runter in die Einstellungen, gehen auf Code aktivieren, geben den neuen Code 4-mal die 0 ein, bekommen wieder diesen Hinweis und bestätigen den Code. Das Ganze wird eingespeichert und ja, das war's dann auch schon. Nun ist der Code wieder aktiviert und unsere Apple Watch 2 ist gesichert. Das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.